Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer. Dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem. Von Marlies Janke und Heidrun Westen. Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Osborne Clark. Seit etlichen Jahren eine der führenden Venture-Capital-Berater in Deutschland und Europa. Osborne Clark berät als internationale Wirtschaftskanzlei Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren sowie Unternehmen auf der Suche nach innovativen Geschäftsideen in allen praktisch relevanten Fragen des Wirtschaftsrechts. Mit umfassender Erfahrung und einem tiefen Verständnis der Kernbranchen Tech, Media, Life Science, Energy und Financial Services. Danke an Osborne Clark. Wir freuen uns über eine neue Folge und sprechen heute mit einer Frau, die sich für das Thema Corporate Benefits einsetzt und Unternehmen dabei hilft, eine familienfreundliche Arbeitskultur zu schaffen und ihre Mitarbeiter kurzfristig und regelmäßig zu entlasten. Sie ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Hey Nanny und sozusagen nebenbei auch Landessprecherin des Startup-Verbandes Bayern. Es gibt also viel zu besprechen. Herzlich willkommen, Julia Kahle. Ja, hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Liebe Julia, toll, dass du hier bist. Ich freue mich auch, um die Runde nochmal zu schließen. Und bin schon sehr gespannt. Erzähl uns doch zum Einstieg mal, was ist eure Mission? Unsere Mission ist echte Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ganz kurz und knackig. Genau. Ja, super, Julia. Das können wir total mitfühlen. Wollen wir ganz genau nachher nochmal uns anschauen. Erstmal zu deinem Werdegang. Du warst schon vor der Gründung von Hey Nanny eine sehr erfahrene Personalerin, hast im Konzern gearbeitet. Magst du uns ein bisschen erzählen von deinem persönlichen Werdegang? Ja, also in der Tat, sowohl meine Mitgründerin Anna als auch ich haben unseren Background im Personalwesen. Ja, ich habe Pädagogik studiert irgendwann mal und wusste noch gar nicht so ganz genau, wo es mich hintreibt und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich was mit Menschen machen möchte und in Organisationen auch Menschen entwickeln möchte. Und dann bin ich einmal quer durch alle Personalbereiche durch, also klassisches Business Partnering, Personalentwicklung, bis ich dann im Bereich Personalmarketing und Recruiting gelandet bin. Da habe ich dann auch mit einem Team im Konzern komplett vom Scratch auf eine Struktur aufgebaut und war da sehr, sehr lange auch sehr glücklich. Aber ja, also Menschen entwickeln, fördern und rekruten ist tatsächlich das, was ich fast 15 Jahre lang auch gemacht habe in meinem früheren Leben. Klasse. Die Startup-Idee kam dann lustigerweise über einen Nebenjob deiner Co-Founderin. Erzähl doch mal. Ja, also Anna ist war HR Director in der Hotelindustrie und hat immer wieder nebenbei, also 12 Jahre lang tatsächlich, als Babysitterin gearbeitet. Einfach, weil sie gerne Impact stiften wollte und auch gerne mit Kindern was macht, selber keine hat. Und das Ganze in Österreich, in Deutschland und in den USA. Und sie hat dort immer wieder die gleiche Situation vorgefunden, nämlich dass alle Familien gesagt haben, Mensch, wie gut, dass du da bist. Es ist unfassbar schwer, jemanden Vertrauenswürdigen zu finden. Und auf der anderen Seite hat sie auch gesehen, dass es eben ein toller Job ist, der aber meistens irgendwie, ne, Schwarzarbeit, schwierig auch von der Seite der Babysitter auszufinden ist. Mhm. Und dachte sich, das geht gar nicht, da muss sich was ändern. Und hat dann bei Panda, das ist ein Female Leadership Network, ausgeschrieben, dass sie sehr, sehr gerne jemanden suchen würde, der mit ihr das Thema vorantreibt. Cool. Und bei dir war der Turning Point so ein bisschen Corona, oder? Absolut. Also ich bin während Corona aus meinem Feel-Good-Job ausgedroppt, weil einfach, ne, zwei Kinder, die nicht betreut waren, zwei Fulltime-Jobs so dermaßen kollidiert sind, eine Wohnung, dass ich gekündigt habe. Ja, in der Tat. Also ich meine, wir haben Glück. Also wir haben, ne, jeder hat hier seinen Space und wir wohnen ländlich. Das heißt, wir haben hier sogar irgendwie, ne, also auch in Corona die Möglichkeit gehabt, die Kinder mal rauszulassen. Klasse. Aber es war dann ein wirklich intensiver Break für mich. Also wirklich auch so Mental Load, der mich dazu gebracht hat, zu kündigen, ohne eben zu wissen, was ich danach mache. Wow, okay. Ich würde ganz gerne so ein bisschen das Businessmodell besser verstehen. Ihr seid dann also zusammengekommen und habt, oder heute seid ihr die, Zitat, einzige Employee Self-Service Plattform zur Betreuung von Kindern und Eltern.
Was heißt das ganz genau und was wollt ihr erreichen? Genau, also wir wollen zum einen über eine digitale Lösung eine starke Skalierung schaffen. Das heißt, wir wollen dieses Angebot nicht nur, wie es vielleicht lokale Services vor Ort irgendwie machen, einem kleinen Kreis an Menschen zur Verfügung stellen, sondern wir wollen ein Selbstverständnis in unserer Arbeitskultur schaffen, dass eben Betreuung jederzeit und flexibel so möglich ist, wie es auch die Anforderungen von Unternehmen und von unserer aktuellen Welt eben so erfordern. Und genau, Employee Self-Service bedeutet ganz einfach, dass die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, so gut wie keinen Aufwand haben. Das war für uns eine Grundvoraussetzung. Ich meine, wir kommen aus dem HR, wir wissen, da ist nie zusätzliche Kapazität übrig. Wenn man so ein Benefit einführt, wenn man Entlastung schaffen will, will man in der Regel danach nicht andauernd von den Mitarbeitern Rückfragen haben, am besten noch telefonisch oder irgendwie zig E-Mails. Und deswegen haben wir sozusagen eine separate Plattform geschaffen, über die wir sehr verifiziert und versichert 24/7 sozusagen den Mitarbeitern Zugriff geben. Und die bauen sich dann quasi selbst ihr Support-System. Das heißt, das Businessmodell ist ein Abo-Modell für die Unternehmen und für die NutzerInnen ist es gratis? Ist das richtig? Genau, also das Abo-Modell mit den Unternehmen, das läuft eben folgendermaßen, dass sie den Zugang an ihre Mitarbeiter weitergeben. Und dort haben wir nicht nur inzwischen über 20.000 aktive Nannies in Deutschland und Österreich, die wir vorhalten. Wir machen auch On-Demand-Recruiting. Das heißt, wenn jemand sehr ländlich wohnt, machen wir quasi ein individuelles Recruiting für ihn. Wir haben nämlich auch einen Beratungsservice, eine Versicherung etc. Also wir haben schon sehr ein Rundum-Paket, das bezahlen die Unternehmen. Was die Mitarbeiter teilweise selbst bezahlen, ist dann den Stundenlohn der Nanny. Mhm. Da kommt es drauf an. Es gibt zwei Modelle. Das können die Unternehmen auch übernehmen oder sie überlassen eben diesen Teil den Mitarbeitenden. Also da gibt es zwei Varianten. Okay, also B2B-Modell. Kann ich dann als Mitarbeiter auch direkt bei euch nochmal abseits von dem, sag ich mal, arbeitgeberfinanzierten Bereich jemanden buchen oder ist es wirklich das reine B2B-Business, was die Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter finanzieren? Ja, also ich glaube, da können wir viel einfacher denken, weil wir sind, also wenn das die Frage ist, wir sind nur zugänglich für Menschen, deren Unternehmen uns eingekauft haben. Also wir sind nicht frei verfügbar. Mhm. Aber natürlich kann ich als Mitarbeiter, wenn ich dieses Benefit zur Verfügung gestellt bekomme, zu jeder Zeit mir auch unabhängig von Arbeitsbedarfen, also ich sag mal den klassischen Babysitter, um am Wochenende mit meinem Mann wegzugehen, den kriege ich da genauso. Ja. Also es ist eben alles dann möglich. Aha. Und was hat das alles mit Employer Branding zu tun? Das ist so eine Frage, die sich mir aufdrängt. Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Das ist eine sehr schöne Frage, weil das tatsächlich auch so ein bisschen mein Steckenpferd aus dem früheren Leben ja ist. Es hat sich ja im Grunde noch zugespitzt am Arbeitsmarkt. Also wir haben eine riesige Arbeitnehmerlosigkeit in Deutschland. Mittlerweile wissen nicht nur die Konzerne, dass sie irgendwie Employer of Choice werden müssen, also attraktiver Arbeitgeber sein, um noch an gute Mitarbeitende ranzukommen. Und das ist im Grunde ja Employer Branding, zu sagen, ich schaffe ein Paket und das muss nicht immer nur ein Gehaltspaket sein, sondern kann eben auch ein Paket an ausgewählten, guten, genutzten Benefits sein, das meine Jobs und meine Stellen bei mir im Unternehmen einfach attraktiver macht. Mhm. Kannst du dazu ein paar KPIs nennen? Also was wird attraktiver für den Arbeitgeber auch? Also für den Arbeitgeber ist natürlich attraktiv, dass sie ganz klar auch an mehr Zielgruppe rankommen. Also wir haben auch aus eigene Messwerte tatsächlich aus dem Erstjahrestesting gemeinsam mit einer Universität und unseren ersten Kunden herausgezogen. Das heißt, wir können sagen, alleine mit uns als Benefit kommt man an 9,8% mehr Bewerbungen. Wenn natürlich, und das muss man mit einschränken, auch eine gewisse zusätzliche Flexibilität angeboten wird bei den Stellen. Ne? Das heißt, wir sprechen natürlich ganz gezielt Menschen an, die Kinder haben, die pflegebedürftige Familien haben. Das heißt, sowas wie eine Remote-Option oder eben auch mal eine flexible Arbeitszeit im Modell, das gehört schon auch zu so einer Kombination dazu. Also das ist eine ganz klare KPI, die wir tatsächlich immer wieder sehen, die wir auch steigern, die wir versuchen überall da zu messen, wo wir dürfen mit unseren Kunden natürlich. Und dann zahlen wir auch auf das Thema Mitarbeiterbindung ein.
Du spielst wahrscheinlich auf die Zahl auf unserer Website an, also über 11% mehr Bindung. Auch dafür muss man natürlich Mitarbeiterbefragung machen und das messen. Das haben wir getan. Aber das sind so die Benchmark-KPIs, mit denen man in jeden neuen Contract reingehen kann. Mhm. Toll. Du sprachst über Versicherung. Erklär uns das bitte nochmal. Was ist versichert und wie geht das? Das war uns tatsächlich mit am allerwichtigsten, neben, ich sag mal, Erste-Hilfe-Schulung über die Johanniter und so weiter. Wir wollen ein sehr sicheres System, also maximal sicheres System anbieten. Wir haben einen Risikoversicherer gefunden, der uns auch von Anfang an, was ja nicht selbstverständlich ist als Startup, tatsächlich komplett versichert hat. Das heißt, in dem Moment, in dem ich über uns eine Betreuung buche, ist die komplett auch gewerblich haftpflichtversichert. Das heißt, wenn irgendetwas passiert in dieser Zeit, angenommen, ich fahre jetzt einen älteren Menschen zum Arzt und begleite ihn und er rutscht irgendwie auf dem Weg aus oder wir haben irgendwie einen Vorfall vor Ort bei den Eltern, eine Betreuerin schmeißt da eine Vase runter. Also ist wirklich von Personen und Sachthemen alles versichert, was man sich vorstellen kann. Genau. Und das aber natürlich immer, wenn über uns gebucht wird. Ja, super. Julia, du hattest eben so im Nebensatz von den Johannitern gesprochen. Das heißt, ihr schult wirklich die Nannies, die sich bei euch registrieren? Genau, auch eine unserer wichtigsten Kooperationen ist die mit den Johannitern. Also wir schulen nicht, sondern die Johanniter schulen. Tatsächlich auch komplett digital. Das macht uns auch aus. Das heißt, wer bei uns arbeitet, der hat einen komplett digitalen Registrierungsprozess und kann dann eben auch digital Erste Hilfe am Kind, digital Erste Hilfe am Senior direkt über uns refreshen, sich wieder oder eben auch neu schulen lassen, wenn es ein neues Thema ist. Mhm. Ja, toll. Super wichtig. Könnte ich auch mal wieder machen zum ersten Mal nach dem Führerschein, da ja jetzt schon ein bisschen länger zurückliegt. Geht, glaube ich, vielen so, ist ne? Ist wichtig. Absolut. Ist wichtig. Und wir nehmen zum Beispiel auch diese Führerschein-Erste-Hilfe-Zertifikate nicht an, weil das ist für uns ein großer Unterschied, ob jemand die Spezialthemen, ne, Kind und ältere Menschen kennt oder eine stabile Seitenlage machen kann. Ja. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich auch noch mal, als mein Kind geboren wurde, so ein Ding gemacht für Kinder. Aber das ist jetzt ja auch schon etwas länger her. Mich interessiert ja immer die gesellschaftspolitische Sicht an den Dingen. Wir haben Arbeiterlosigkeit, oder Arbeitnehmerlosigkeit, das hast du erwähnt, das weiß auch jeder. In Klammern ist so wie mit der Klimakrise, das weiß auch jeder. Machen wir es doch mal anfassbar. In Deutschland fehlen schon jetzt, bevor die Babyboomer in Rente gehen, und das sind ganz viele, 40.000 Lehrerinnen, es gibt Schulen mit 4-Tage-Woche, es fehlen 400.000 Kindergartenplätze. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass euer Service diese Lücke ein bisschen mit hilft zu füllen. Absolut. Also das ist auf jeden Fall unser Wunsch, was wir dennoch immer sagen, wir können diese Lücken füllen. Wir können nicht, und so sind wir auch nicht gestartet, sämtliche Kindergärten und Pflegeeinrichtungen ersetzen. Deswegen ein großer Wunsch und großes Anliegen, dieses Thema auch immer wieder zu beleuchten und auch selber laut zu werden, zu sagen, hier muss ganz dringend auch seitens der Politik einfach Geld fließen und investiert werden, damit dieser wertvolle Zweig für unsere Gesellschaft oder diese beiden sehr wertvollen Zweige für unsere Gesellschaft vernünftig neu aufgestellt werden können. Ja. Ja, wohl wahr. Ich würde ganz gerne nochmal zur Gründung zurückkommen. Du hattest bereits gesagt, dass du deine Co-Founderin Anna Schneider kennengelernt hattest. Ihr habt dann 22 gegründet. Ich hoffe, das ist richtig. Yes. Jetzt weiß ich, es ist ja so ein bisschen Henne-Ei-Problem mit ihr, mit dem ihr gestartet seid. Ihr brauchtet sowohl Kunden als auch logischerweise Nannies und Pflegende. Wie seid ihr das angegangen? Also ich glaube, was uns auszeichnet, und das ist, denke ich, nach den Erfahrungen der letzten Jahre und Monate ein Muss im Startup-Umfeld, wir haben einfach mal gemacht. Wir haben uns natürlich ganz genau dieses Henne-Ei-Thema angeschaut, aber da kann man ja ewig diskutieren. Deswegen haben wir einfach alles vertestet, so schnell wie irgendwie konnten. Wir haben angefangen mit einer Programmierung schon 21, mit einer Plattformprogrammierung. Es war ein etwas größerer MVP, weil uns einfach so ein paar Sicherheitschecks am Anfang einfach unfassbar wichtig waren, also mandatory. Und dann haben wir aber, sobald wir in der ersten Stadt, das war München bei uns, es geschafft haben, 1000 Nannies zu rekruten, das war so ein bisschen unsere Benchmark, haben wir gesagt, wir machen das Ding jetzt auf. Und dann haben wir 3 Monate unseren MVP an der B2C-Zielgruppe vertestet.
Das heißt, bevor wir wirklich mit den Unternehmen gestartet sind, haben wir geschaut, dass unser Produkt läuft, dass wir wirklich gewährleisten können, was wir dann ja auch an die Unternehmen verkaufen. Und Recruited heißt, die haben sich registrieren, also ihr habt praktisch die Registrierungsschnittstelle aufgemacht und die konnten sich einmal registrieren. Ja, genau. Ja, ich erinnere mich ein bisschen, ich habe ja meine Matching-Plattform für Influencer und Brands gemacht und wir haben genauso gestartet. Wir hatten erstmal 1000 Influencer, die sich registriert hatten. Und dann geht man an die Kunden und hat schon mal so ein bisschen Futter und sowas, wahrscheinlich bei euch auch. Ne? Das scheint so eine sichere Zahl zu sein, glaube ich. Naja, eine einfache Zahl, ne? Wie so oft, keep it simple. Und in der Tat, Respekt, die muss man ja auch erstmal finden. Also 1000 Nannies, ich war immer froh, wenn ich eine hatte, um ehrlich zu sein. Ja, wie wir alle, glaube ich. Ihr seid ja in kurzer Zeit ganz schön durchgestartet. Wow. Wie läuft das jetzt ja doch schon nach inzwischen, sag ich mal, mehr als anderthalb Jahren mit euch beiden? Wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Was eint euch? Ihr seid ja beide aus dem Personalbereich. Lasst ihr euch coachen auf dem Weg, um mit diesem ganzen Stress umzugehen? Das macht ja auch was mit dem Team. Und wo wollt ihr noch so hin? Das sind viele Fragen in einem. Ich versuch mal zu starten. Also ich glaube, was uns eint, ist tatsächlich unser Drive. Wir sind beides Frauen, die einfach machen, die auch schnell machen, Dinge umsetzen können. Und wir teilen unsere Werte. Das war auch das, ich sage mal, vom First Moment of Meet, der ja irgendwie über diese digitale Ausschreibung auf einer Plattform zustande kam und über den Business Case ging, haben wir sehr schnell beim ersten Treffen gemerkt, dass wir Gleichberechtigung wollen. Wir wollen, ne, also neben der Vereinbarkeit einfach auch Equality für arbeitende Frauen, aber auch für arbeitende Männer, die sich um diese Themen, Care-Themen kümmern, herstellen. Wir wollen wirklich was verändern und natürlich reizt uns auch gerade dieses komplette Startup-Game, weil wir schon auch irgendwie überrannt wurden im letzten Jahr und auch im Jahr davor von diesem, da funktioniert plötzlich so einiges ziemlich schnell hintereinander, von dem wir vorher nur gehofft haben, dass es das tut. Ja, klasse. Ja, und zur Frage, ob wir uns coachen lassen. Nein, also wir coachen uns ehrlicherweise, glaube ich, fast ziemlich selber recht intensiv. Also wir sind sehr, sehr offen im Austausch gegenseitig. Wir können uns auch, also wie sagt man so schön, wir können Tacheles miteinander sprechen. Ja. Wir haben oft andere Meinungen. Aber unser Endergebnis und die Lösung ist immer, it's all about Hey Nanny. Wir wollen das Business in die richtige Richtung vorantreiben. Und wir sprechen auch über Mental Load und Stress und diesen ganzen Druck, den man natürlich auch als Gründer hat oder als Gründerin hat. Und dafür gehen wir beide inzwischen einmal im Jahr ins Zen-Kloster. Wow, cool. Also das totale Empfehlung. Und wie teilt ihr euch den Job auf? Also wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Habt ihr so sozusagen nach Ressourcen aufgeteilt oder wie handelt ihr das? Genau, wir machen das so, wie wir das auch im Team versuchen. Das heißt, jeder nach seinen Fähigkeiten. Und also im Grunde können wir natürlich inzwischen alle alles so gefühlt. Anna hat damals auch noch die User Stories und Epics für die Programmierung mit den Entwicklern geschrieben. Machen wir jetzt aber alles nicht mehr selber, sondern wir haben uns nach Bereichen aufgeteilt. Also Anna hat das komplette Thema Produkt und Sales auch, ist auch selber da sehr aktiv, gerade bei unseren Großkunden natürlich noch im Einsatz. Und ich bin eher im Bereich Marketing, PR und Customer Support, das sind so meine Bereiche. Eine letzte Sache noch mal kurz, weil du gerade Zen-Kloster gesagt hast. Meditiert ihr auch Zen-mäßig außerhalb des Klosters oder ist das nur so ein Retreat, wo ihr, oder sozusagen ein Rückzug, ist ja kein Retreat unbedingt, sondern ein Rückzug, wo ihr gemeinsame Zeit verbringt und euch wieder so ein bisschen sag ich mal, runterkommen lasst oder macht ihr das auch während des Jahres? Also ich antworte jetzt mal mit Jein, weil die eine Hälfte von uns, nämlich Anna, schafft es tatsächlich, das täglich zu integrieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre und ich nutze das, um wirklich mal rauszukommen und mal eine Woche ohne Familie und ohne Kinder und ohne Handy und ohne alles, auch im Schweigen, einfach mal so viel Kraft zu tanken, dass es wieder fürs restliche Jahr reicht. Cool. Wow, ja, nee, Schweigen schaffe ich nicht, aber zumindest meditieren morgens. Ihr habt ja beide im Konzern vorher gearbeitet. Wir haben hier oft Interviewpartner, Partnerinnen, die direkt von der Uni gegründet haben. Ihr habt, glaube ich, den großen Vorteil gut genutzt, nämlich im Konzern ein Netzwerk aufzubauen.
Und wie wichtig ein Netzwerk ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Und das ist vermutlich, das musst du uns ein bisschen erklären, auch die Erklärung, wie ihr geschafft habt, Business Angels so früh für euch zu begeistern. Erzähl mal, wie der erste Schritt der Finanzierung ging und ob das wirklich über LinkedIn passiert ist. Ja, tatsächlich mache ich total gerne. Ich glaube, was man dazu noch wissen muss, als wir gestartet sind mit der Idee, haben wir natürlich, wie die meisten, so ein Stück weit gebootstrapped. Das heißt, wir haben geguckt, dass wir mit möglichst wenig Ressourcen und Geld maximal viel erreichen können. Wir haben angefangen, mit einem externen Freelancer unseren MVP zu programmieren, haben dann aber relativ schnell gemerkt, auch durch, ich sag mal, Mentoren und Netzwerk, das wir schon hatten, dass das nicht von der Qualität her hinkommt mit dem, was wir brauchen. Das heißt, der nächste Schritt war zu sagen, wir brauchen eine externe Agentur, die für uns programmiert. Und die haben dann relativ schnell eine Hausnummer aufgerufen an Kosten, wo wir gesagt haben, okay, also eigenes Risikokapital ist schön, aber das übersteigt tatsächlich auch das Mögliche. Und die wollten wirklich von vorne nochmal programmieren, ne? Nochmal einmal von vorne. Dann haben wir haben relativ schnell, wir haben es zum Glück ziemlich schnell gemerkt und wir konnten auch noch Teile verwenden, aber wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass ne, sowas wie ein Backend, was wir ja nicht sehen als Laie, extrem wichtig ist, klar, auch für die Funktionalität. Absolut. Und die Qualität von einem Produkt. Und also Gott sei Dank haben wir nicht viel Zeit verloren, ein paar Learnings gesammelt, aber wir kamen relativ schnell zu dem Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, nämlich, dass wir über externes Kapital nachgedacht haben. Und ja, wir sind beides keine Serial Founder. Wir waren da noch nicht so affin mit den ganzen, wie komme ich dann an Business Angel Themen ran. Und dann haben wir einfach mal ausprobiert und haben über LinkedIn, also Stichwort Netzwerke, tatsächlich einfach klassisch nach Business Angels gefiltert und haben uns die Listen gezogen und haben geschaut, wer ist interessiert möglicherweise an Impact. Den schaffen wir mit unserem Produkt an HR-Themen. Wer interessiert sich vielleicht auch sowas wie Female Founders, weil auch das, ich sag mal, ein Problem ist, ne? Also ich meine, wenn ich sehe, 2% weibliche Gründerinnen haben im letzten Jahr Risikokapital bekommen. Das sind einfach extrem erschreckende Zahlen. Und genau, das waren so ein bisschen unsere Filter. Und dann ja, haben wir ganz manuell all diese Menschen angeschrieben über LinkedIn und gesagt, hey, wir haben da was, dürfen wir euch das mal pitchen? Habt ihr vielleicht Interesse? Und ja, darüber haben wir tatsächlich unsere allererste Finanzierungsrunde gemacht. Wow. Und wie viel Business Angels habt ihr? Also wie viel habt ihr gewinnt? Inzwischen haben wir natürlich noch ein paar mehr gesammelt und die alle gepoolt. Also, aber wir haben schon insgesamt 10 Business Angel mit an Bord. Toll. Und mittlerweile habt ihr auch ein VC, glaube ich, oder? Außer dem NCA? Oder? Ja, wir sind so ein bisschen, ich sag mal, nicht ganz klassisch aufgestellt, aber wir haben Family Office ein großes mit drin und NCA, genau, ist jetzt auch kein ganz klassischer VC. Aber wir haben eben institutionelle Investoren inzwischen auch neben den Business Angel noch mit an Bord. Und Alligator HR Tech VC aus Berlin, falls du noch auf den ansprichst, genau, der ist auch bei uns investiert. Nun seid ihr ja im Süden der Republik und nehmt am Teil am Programm des Hamburger NCAs. So haben wir uns ja auch kennengelernt letztes Jahr im Rahmen der OMR war das, glaube ich. Erzähl mal, wie das ist und wie du generell Teilnahme an Acceleratorenprogrammen bewertest. Ja, also erstmal die OMR letztes Jahr war für uns, ich will nicht sagen so ein bisschen Game Changer, aber das war schon echt wahnsinnig cool, weil es uns sehr viel Sichtbarkeit gegeben hat und ne, wir haben uns kennengelernt. Wir haben auch dort, auch im Vorfeld zu unserem Final Pitch, eine Runde an ausgewählten Investoren kennengelernt, die uns vielleicht sonst nicht über den Weg gelaufen wären im Süden oder in Berlin, wo wir ja sonst auch sind. Und von daher war das sehr, sehr wertvoll für uns. Und unter anderem haben wir auch dort NCA-Member also kennengelernt bei diesen Vorveranstaltungen und waren eigentlich mit unserer Seed-Finanzierungsrunde ehrlicherweise schon ziemlich durch und hatten aber da so einen krassen Austausch, dass wir gedacht haben, Mensch, eigentlich, da sitzen Menschen, die total unsere Werte treiben, die uns auch nochmal extrem helfen könnten bei unserem B2B-Thema. Dazu muss man ja wissen, der NCA finanziert sich ja durch Corporates und die wiederum Interesse an Startups und Innovationen haben. Das heißt,
der NCA öffnet uns die Türen auch für zu Veranstaltungen, wo wir genau unsere Zielgruppe quasi treffen und da eben nochmal besonders pitchen können. Und das war der Mehrwert, den wir da, ich sage mal noch, die letzten Meter kurz vor dem Abschluss unserer Finanzierungsrunde auch gesehen haben und den wir bis heute sehr, sehr schätzen. Also ist jetzt ja schon wieder ein bisschen her. Das ist auch der Schwerpunkt unseres Accelerator-Programms. Also wir waren schon zu weit im letzten Sommer, um jetzt so klassisch eine komplette Begleitung zu bekommen. Mhm. Aber NCA ist ja auch einer der wirklich richtig guten Acceleratoren. Es freut mich sehr, dass er in Hamburg ist und wir beide auch sehr enge Verbindungen dazu haben. Welchen Deal habt ihr genommen? Da gibt es ja verschiedene Modelle von Equity gegen, also genau, Anteile, die ihr abgebt an Acceleratoren. Wie war das bei euch beim NCA? Magst du dazu was sagen? Genau, kann ich gerne was sagen. Ich kenne ehrlicherweise gar nicht alle Programme und Modelle. Also ich kann nur sagen, wir haben eine Equity-Runde gemacht. Das heißt, wir haben Equity aufgenommen und da ist ja immer so ein kleiner, ich sag mal, Accelerator-Puffer mit dabei, der dann quasi gefüllt wird durch die, ne, man guckt sich nochmal den Case an, veranstaltet diese Events mit den Kunden etc. Mhm. Genau. Also, ich dachte, das wäre der klassische Deal mit NCA, aber vielleicht. Naja, ich weiß gar nicht genau, wie das im Moment aktuell ist, aber sie hatten immer so, du konntest, glaube ich, entweder 50.000 Euro bekommen und dafür entsprechend Equity abgeben oder weniger. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was der aktuelle, was da so die aktuellen Themen sind oder Modelle sind, die also, ich weiß nicht, wie transparent der NCA das auch ausschreibt, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr gewesen. Also wir haben ja auch eine größere Runde gemacht, wir haben ja 1,6 Millionen eingesammelt und da wollten wir gar nicht mehr ganz so kleine Tickets haben. Und am Anfang mit den Angels, magst du sagen, weil du sagst, habt ihr dann hinterher gepoolt, das macht man ja in der Regel mit Angels, die weniger als 100.000 investiert haben, habt ihr auch diese Grenze gewählt und dann die, also quasi am Anfang eher kleine Angels genommen? Genau, also das würde ich auch immer empfehlen, wenn man so ganz am Anfang steht und auch mit privaten Investoren, die dafür auch nicht so kritisch sind, meistens keine Due Diligence veranstalten und sehr viel Wofür Wert auch? Auf die Persönlichkeit legen. Wir haben angefangen mit relativ kleinen Ticket-Sizes, die dann aber auch überschritten wurden. Also wir haben mit 25.000 als Ticket-Size angefangen und haben dann eben auch ganz bewusst Menschen angesprochen, die vielleicht auch zum ersten Mal oder zum zweiten, dritten Mal investieren und gar nicht so, ich sag mal, institutionell dort sind. Und sind die in weiteren Runden mitgegangen, auch die ersten Angels? Was ist da so eure Erfahrung? Das finde ich immer noch total spannend. Nein, nee, okay. Aber das war, also nein, also es ist nicht mitgegangen und ich glaube, das war auch tatsächlich gar nicht das ursprüngliche Ziel, sondern es war eher sozusagen cool, ich glaube an die Idee, ich verfüge über die Ressourcen und ich möchte dieses Thema entsprechend unterstützen. Ja, toll. Ich hoffe, es waren auch ein paar Frauen dabei, weil da brauchen wir natürlich auch deutlich mehr noch auf der Investorenseite. 50%. Wir haben tatsächlich auch bevorzugt Frauen angesprochen und sind auch mit Encourage Venture übrigens ziemlich eng. Da haben wir auch zwei der Investorinnen dort auch in der größeren Runde später mitgenommen. Also da legen wir schon selber sehr Wert drauf. Spannend. Toll. Ihr habt insgesamt, sagtest du eben gerade, 1,6 Millionen Euro geraced. Was habt ihr vor damit? Ich vermute mal, da geht ganz viel in Programmierung. Das ist in der Tat richtig. Also Ziel unseres oder auch die Story hinter der Seed-Finanzierungsrunde im letzten Jahr war natürlich Skalierung. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, inzwischen mit einem Inhouse-Programmiererteam aus unserer ursprünglichen Web-Application eine native App zu machen. Wir sind dabei, auch neue Märkte zu erschließen. Also so haben wir jetzt gerade die Voraussetzungen für Österreich, für unseren Launch dort geschaffen. Da ist es immer mit, es unterschätzt man manchmal, es ist kein Copy-Paste, da muss man doch immer noch einiges noch mal machen. Und genau, also Produkt und Sales sind so die Bereiche, die wir, ich sag mal, von der Finanzierungsrunde insbesondere stark aufgebaut haben. Also auch Sales-Leute eingestellt, das Team entsprechend professionalisiert und nicht mehr alles nur alleine gemacht. Da würde ich sagen, gut, dass ihr Recruiting-Experten seid, weil also alleine ein Inhouse-Programmiererteam auf die Beine zu stellen, dass das entsprechend in der Qualität dann weiterführt, Respekt. Was mich ja immer besonders freut, ihr seid ja eigentlich kein Hamburger Startup, war trotzdem in unserem Hamburger Top-Accelerator und seid dann aber, du bist gerade remote mit uns im Gespräch aus München, nee, gar nicht München, aber da Bayern irgendwie um München herum.
unterwegs und ihr seid tatsächlich auch im Zollhof gewesen. Das kennt man jetzt vielleicht in Hamburg und Berlin nicht so gut. Vielleicht erzählst du noch mal so ein bisschen, was da bei euch im Süden in der Hinsicht so passiert und was das ist. Ja, total gerne. Also der Zollhof war auch so, ich glaube, unser erster Step, der uns absolut geholfen hat, um wirklich einen tollen MVP auf den Markt zu bringen und auch ein bisschen Sicherheit zu bekommen, wie man mit den ganzen Zahlen und Finance Sheets und so weiter umgeht, die am Ende ja Investoren auch sehen wollen. Mhm. Wir sind da durch Zufall in einem Batch gelandet. Ja, das ist, geht 6 Monate, ist kein Equity Batch, das ist wirklich rein Mentoring und Netzwerk. Das heißt, da wird einfach nochmal kritisch durchleuchtet, was man so geplant hat und aufgebaut hat. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, ein paar Mal zu pitchen. Weil da muss man auch reinkommen. Du sagst, also das war mega wertvoll für uns. Ja, du sagst per Zufall. Wie kommt man per Zufall in so ein Batch? Also ich würde sagen, ganz viel ist einfach so passiert, weil wir irgendwann mal den Stein ins Rollen gebracht haben und angefangen haben, auch unsere Story so ein bisschen auf LinkedIn zu teilen. Mhm. Und der allererste Step, als Anna und ich uns kennengelernt haben und als wir einen Businessplan geschrieben haben, der war tatsächlich, dass ich an meine alte Uni rangegangen bin mit der Info, hey, ihr habt doch immer so Beratungszentren. Ich bin zwar schon seit, ich will nicht sagen, naja, ein bisschen mehr als 20 Jahre raus hier bei euch, aber würdet ihr mich denn auch quasi einfach nochmal unterstützen, weil ich ja mal Studentin hier war? So, und dann bin ich quasi über die FAU und die Existency-Beratung im Zollhof gelandet, weil die sehr, sehr eng miteinander kooperieren und die haben gesehen, was wir machen, dass wir 2 Gründerinnen mit einem Tech-Startup sind und haben uns dann gescreent und aktiv angesprochen. Cool. Also, toll. Ja, ich glaube, das ist sowieso die Erfahrung, die du hier auch gerade erzählt hast und die wir alle machen. Wenn man losmacht, öffnet sich irgendwo eine Tür, die man vielleicht nicht erwartet. Und dass das über eine Uni von vor 20 Jahren läuft, finde ich auch irgendwie cool. Nun bist du ja sowieso Expertin für Bayern, kann man ja fast sagen, denn du bist Landessprecherin des Startup-Verbandes in Bayern. Gemeinsam mit Lea Frank und Florian Gottschaller. Jetzt darf ich vielleicht erzählen und noch verweisen auf 2 tolle Interviews, die wir bereits mit den Hamburger Landessprecherinnen hatten, nämlich Manuela Sahin und Lena Weihrauch. Ich finde das immer beachtenswert, dass in der heißen Phase der Startup-Gründung du noch on top so ein Engagement übernimmst. Was versprichst du dir davon? Und siehst du Unterschiede in den Ökosystemen, was du bis jetzt beobachtest? Also auch hier bin ich durch Zufall gelandet. Also ich wurde tatsächlich gefragt, weil ich in einem öffentlichen Panel auch unterwegs war in Berlin. Und ich muss sagen, ich habe keinen Moment bereut, dass ich hier ein Stück weit extra Arbeit auch in dieses wirklich in diesen wertvollen Verband stecke. Denn ja, es gibt noch sehr, sehr viele Unterschiede auch zwischen den Landesverbänden. Hat einfach was damit zu tun, dass ja die Bundesländer in Deutschland einfach immer auch wieder eigene Regelungen, vor allem auch eigene Fördermittel zur Verfügung stellen. Großes schwarzes Loch für die meisten Gründer. Keiner blickt da durch. Wie komme ich daran? Was muss ich tun? Was gibt es überhaupt bei mir? Deswegen glaube ich, macht es schon Sinn, dass wir landesspezifisch aufgestellt sind. Ich schätze es aber auch immer sehr, dass wir uns auch alle zusammen eben immer sehen. Also jetzt im Ende Januar ist der Auftakt wieder für dieses Jahr. Das heißt, da treffen sich alle Landessprechenden in Berlin und stecken mal die Köpfe zusammen. Welche Themen müssen wir als Fokusthemen gemeinsam angehen? Weil nur dann haben wir auch entsprechende Power. Und was sind so die individuellen Events, Ziele und so weiter? Mhm. Ich verspreche mir davon, dass einfach auch mehr Sichtbarkeit für die untypischen Gründerinnen ja da sind und wir da einfach noch mal ein Stück weiterkommen. Ich finde es ganz spannend, dass du es gerade ansprichst. Ich bin im Beirat von einem Unternehmen, was bis jetzt in München war. Und von einem Startup, die tatsächlich auch sich dann, also Fundraising gemacht haben. Und ich habe gesagt, da gibt es doch bestimmt bei euch in München auch so ähnlich tolle Förderprogramme wie hier bei uns in Hamburg von der IFB. No. Da steht München, also ne, ihr habt ganz viele Vorteile mit TUM, Unternehmertum und so weiter. Aber von der von den Förderbanken finde ich das Angebot in Hamburg und Berlin deutlich besser als in München. Und da war ich wirklich ein bisschen überrascht, das zu sehen. Also was du gerade ansprichst, das macht natürlich total viel Sinn, das deutschlandweit auch noch ein bisschen anzugleichen, weil es ist natürlich ein wichtiger Standortfaktor auch. Ne? Also wenn man Startups will.
Ja, absolut. Und ich meine, jetzt haben wir Verena Pauster an Bord und einfach noch eine stärkere Stimme Richtung auch Politik. Ja. Und es muss sich einfach noch einiges verändern. Von daher gehe ich da ganz, ganz positiv in 24. Immerhin gibt es das Exist Women. Das ist ja schon mal ein großer Schritt. Absolut. Mal schauen. Und das hat es ja auch geschafft, jetzt trotz Haushaltsdebakel und so weiter. Wir sprachen gerade über eure erfolgreiche Seed-Runde. Und wir haben auch schon gesprochen über Frauen. Also ich kann jetzt nochmal vielleicht kurz korrigieren. Es sind 2% des weltweiten Venture Capitals, die an All-Female-Teams gehen. Und so weitere 8-9% gehen an Diverse-Teams. Also insgesamt sind es ein bisschen mehr als 2% des Geldes, die an Frauen gehen, wenn man die Diverse-Teams mit einbezieht. Aber trotzdem ist natürlich nach wie vor erschreckend und schrecklich, dass 90% oder circa 90% des weltweiten Venture Capitals an reine Männerteams gehen. Shocking, und wir müssen gemeinsam dran arbeiten. Und deswegen auch die folgende Frage. In deiner Erfahrung, gab es Haltung oder Eigenschaften, die euch beiden oder auch Erfahrung geholfen haben im Fundraising? Was ja überwiegend, also jetzt vielleicht nicht bei Business Angels, aber bei VCs mit Männern gemacht wird, besprochen wird. Ja, also ich glaube nicht nur beim Fundraising, aber generell für unsere Haltung und für die Sicherheit, dass das, was wir machen, entsprechend auch das Richtige ist, hat uns das Team geholfen, also das Tandem zwischen Anna und mir. Mhm. Wir geben uns unheimlich viel Feedback und Stärke und Haltung auch, um da rauszugehen, weil ich glaube, man muss einfach mit einer gewissen Souveränität daraus und auch mal sagen können, hey, nee, so ist es oder so ist es eben nicht. Und das unabhängig davon, ob da ein Kunde sitzt, ein wichtiger, oder ein Investor, der vermeintlich die bessere Position vielleicht auch in so einem Fundraising-Gespräch hat. Das sagt sich immer so leicht, man muss mit einer gewissen Souveränität da rausgehen. Mhm. So, ich arbeite ganz viel ja mit noch deutlich jüngeren Gründerinnen, die auch weniger Erfahrung haben. Da habt ihr natürlich einen Vorteil. Durch das Corporate Business habt ihr euch ja schon daran gewöhnt, dass man, wie man vielleicht mit Männern umgeht, sodass sie tun, was man von ihnen möchte. Aber hast du Tipps, die vielleicht zu diesem Thema du Gründerinnen mitgeben möchtest, die noch nicht ganz so weit sind? Wie kann ich so eine Souveränität erzeugen? Ich glaube, erstmal ist wichtig, dass man gut vorbereitet ist. Also man muss natürlich, Souveränität kommt auch ein Stück weit durch die Sicherheit, dass ich das Richtige dabei habe an Paket für die Investoren, also Wissen. Und ich glaube, dafür ist eben gerade so ein Netzwerk wie der Startup-Verband oder eben regionale Inkubatoren einfach unfassbar wertvoll, dass ich einfach nochmal meinen Case anschauen lasse, bevor ich rausgehe und das erste Mal mit Menschen spreche, die vielleicht eine andere Gewichtung auch auf so eine Sache legen und eher den Preis drücken wollen, jetzt mal blöd gesagt. Ne? Die Werte sind eh alle gerade im Keller. Aber bevor ich in die Höhle des Löwen gehe, jemanden zu haben, der auf meiner Seite ist und der mir Insights gibt, ich glaube, das ist total wichtig. Und auch eben den Austausch. Also selbst wir jetzt mit der Seed-Finanzierungsrunde, wir geben auch ganz vielen Gründern und Gründerinnen Tipps, wie wir es gemacht haben mit der Pre-Seed oder Seed. Wir sprechen selber mit Gründern, die eine Serie A gemacht haben oder eine B, weil wir einfach Erfahrungswerte rausgreifen. Und genauso wie Investoren und VCs untereinander sprechen, tun wir Gründer das auch. Das heißt, bei uns gibt es auch eine Blacklist und wir wissen genau, wer uns auch in der nächsten Runde nicht fanden wird. Also ich glaube, wenn man das für sich weiß und wenn man weiß, man will nicht auf, muss nicht auf jeden, um jeden Preis jemanden annehmen oder jemand mit an Bord nehmen, ist das schon sehr gut. Deswegen der letzte Punkt wäre mir auch noch wichtig, wenn man natürlich genau nicht in diese Not kommt, ne? Cashflow-Ende, ich brauche jetzt ganz, ganz dringend Geld, das ist immer besser. Also deswegen ist auch die Anfangsphase ist so schwierig, weil ne, dieses Cashflow-Ende kennen da, glaube ich, alle, wenn man noch nicht am Markt ist. Also Runway immer noch ein Jahr, bevor man anfängt zu raisen. Auf jeden Fall. Jetzt sprichst du über den Austausch untereinander, der natürlich super wichtig ist. Ich habe dazu noch mal eine Frage, weil wir schon beobachten, dass vielleicht im Vergleich zu vor ein paar Jahren Frauen sich gegenseitig helfen und oder sich zumindest unterstützen. Beobachtest du das auch oder hältst du das für übertrieben, die Aussage? Also habe ich richtig verstanden, dass sich Frauen jetzt mehr helfen als früher? Ja. Also ich kenne selber noch also meine Konzernzeiten waren doch eher geprägt, die sind schon ein bisschen her, von Ellenbogen und weniger Miteinander, als ich das heute spüre. Also heute habe ich eher das Gefühl, ich bekomme sofort Unterstützung, wenn ich danach frage.
Ich habe natürlich insofern vielleicht nicht so wahnsinnig viel Vergleich jetzt in der Startup-Szene. Also ich finde, seit wir da sind, habe ich da ein großes Commitment, was ich wahrnehme. Ich würde es gar nicht unbedingt geschlechtsspezifisch vielleicht auch sehen, sondern Gründer helfen sich untereinander oder Gründerinnen und Gründer. So sehe ich das auch bei dem, was ich an Wissen weitergebe. Und im Konzern, ja, ich glaube auch da, es gibt immer Menschen, mit denen kann man besser und manche, die so ein bisschen stärkeres Konkurrenzdenken vielleicht auch haben oder Angst haben, dass man ihnen da was abschaut. Aber nehme ich unter uns Gründern tatsächlich nicht oder Gründerinnen auch nicht so sehr wahr, sondern ich sehe auch, dass da viel geholfen wird. Ja. Miteinander. Mhm. Also finde ich auch in der Startup-Szene habe ich das nie erlebt. Also weder mit Männern noch mit Frauen. Aber ich finde schon, dass in den letzten 4 Jahren so, gerade weil da natürlich auch relevant mehr Frauen überhaupt im Startup-Ökosystem aufgetaucht sind, vielleicht in den letzten 5 Jahren, davor war das ja schon immer noch besonderer, dass der Zusammenhalt einfach wahnsinnig toll ist. Also wirklich, du kannst jede, also ob jetzt VC oder Gründerin anrufen und sagen, hey, kann ich euch da mal vernetzen, kannst du mal der helfen bei dem und dem? Also das, finde ich, funktioniert schon echt wahnsinnig toll. Weil wir bei Netzwerken sind. Du hast vorhin vom Female Leadership Netzwerk Panda gesprochen. Da haben wir das so ein bisschen schnell untergemuschelt, weil die Frage kommt jetzt. Da hast du Anna getroffen. Magst du nochmal erzählen, was das genau ist, was und was es bringt? Also es gibt ja sehr viele Netzwerke und ich habe auch schon einiges versucht und ich erwähne Panda deswegen immer so oft, weil ich riesiger Fan bin. Auch Panda hat eine Gründerin, die Isabel Heuer, die sitzt in Berlin und die ist tatsächlich einfach, hat es geschafft, mit einem Auswahlverfahren ein Netzwerk aufzubauen. Das ist kostenfrei, aber man muss sich eben bewerben, was sehr hochqualifizierte Frauen enthält, die sich untereinander aber eben wirklich stark helfen. Es ist also nicht irgendwie so ein Netzwerk, da ist man halt dann drin und da passiert nichts, sondern da kann man das eben so, wie du es gerade beschrieben hast, wie in der Startup-Szene genauso machen, nämlich sich anschreiben, sagen, Mensch, du kennst doch den und den, kannst du mir da vielleicht mal helfen? Mhm. Toll. Also, und da, genau, ist für dich ein Sounding Board und im Prinzip halt ein Netzwerk, wie ein Netzwerk sein soll, supportet dich, du kannst Fragen stellen. Hast du noch andere Netzwerke? Du hast selber erzählt vorhin, dass du das institutionalisierte Netzwerk LinkedIn, dass ihr das sehr intensiv genutzt habt zur Business Angel Akquise, und du hast erzählt, dass ihr natürlich über euer vorhandenes privates Netzwerk viel erreicht habt. Gut, Startup-Verband ist ein weiteres Netzwerk. Gibt es noch weitere, in denen du aktiv bist, oder reicht eigentlich auch, ne, wahrscheinlich? Also ich sag mal, Encourage Venture würde ich auf jeden Fall auch noch darunter fallen lassen. Es ist ja weitaus mehr als eine Investorengruppe, sondern das ist ein sehr, sehr wertvolles Netzwerk. Absolut. Und im VDU bin ich auch aktiv, also das würde ich tatsächlich auch nehmen. Da habe ich noch nicht so eine lange Erfahrungsrate wie jetzt bei Panda, aber auch dort ist es, aber man muss sagen, es ist eben auch wieder ein reines Frauennetzwerk. Ja. Und ich versuche schon ein bisschen zu durchmischen. Ich liebe aber auch diesen geschlossenen Kreis, weil ich schon das Gefühl habe, dass man da auch nochmal frauentechnisch ein bisschen anders sprechen kann. Ja, und Encourage Ventures ist ja, ich meine, das du bist wahrscheinlich auch Mitglied, so wie ich, oder? Genau, und das ist ja was hat sich wahnsinnig schnell entwickelt. Ne? Also ich glaube, innerhalb von 2 Jahren ist das ein Riesenthema geworden und tut wahnsinnig viel. Also das kann richtig schnell. Also man kann es nicht mehr wegdenken. Nee, auf jeden Fall. Ich meine, was Anna Kaiser da mal quasi so geschaffen hat, das ist schon echt der Hammer. Also Naja, da waren ja noch ein paar Leute dabei, aber genau. Ja, aber die Idee. Ja, klasse. Ja, beim VDU bin ich auch Mitglied und habe gesehen, dass du auch virtuell einen Vortrag hältst. Also auch das ist ja eine tolle Möglichkeit, um bekannt zu machen, was man macht. Ich bin aber, du sagtest das eben so im Nebensatz, auch immer dafür, unbedingt in diverse Netzwerke zu gehen und nicht nur in den reinen Frauennetzwerken. Julia, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs und am Ende fragen wir immer, hast du neben den Tipps, die du schon gegeben hast, noch Top-Tipps, 2, 3 für Gründerinnen oder Frauen, die sich überlegen, dass sie gründen wollen? Also den Klassiker, den lasse ich jetzt mal weg, dieses traut euch, macht einfach mal, sondern ich würde einfach sagen, so bin ich es angegangen, den Gedanken sollte man immer noch mal spielen lassen, was die anderen schaffen, schaffe ich auch. Also wirklich zu gucken, was kann ich hier eigentlich verlieren, vielleicht auch ranzugehen an so eine Gründung mit einem Ziel, mit einer Timeline, das hat bei uns sehr gut funktioniert. Wir haben gesagt, hey, wir geben uns ein Jahr.
wenn es dann nicht läuft, dann gehen wir wieder zurück in unsere Normalo-Jobs. Ne? Also ich glaube, sowas hilft Step by Step, sich so ein Thema anzuschauen und eine Gründung nicht zu sehen wie so ein riesengroßer Fels und ein irgendwie schwarzes Loch mit der Unbekannten. Ja, also das hilft. Und es hilft natürlich auch, wenn man ein bisschen risikofreudig ist, also und generell gut schläft. Absolut, aber sehr ermutigend. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, dass du heute oder dass es jetzt geklappt hat. Wir haben ja zwei krankheitsbedingte Absagen vorher gehabt und umso schöner, dass es heute geklappt hat. Vielen Dank. Ja, große Freude. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast in dem Busy Gründerinnen und so weiter Alltag. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, vielmehr Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt.